Jordi Savall wird in wenigen Minuten bei uns sein, hat mir Stefan Pauli gerade gesagt. Ja, ich finde das toll, dass es hier im Rahmen des Musikfestes die Möglichkeit gibt, zwei so vollkommen verschiedene Versuche mit Beethoven umzugehen, an einem Tag zu erleben. Waren Sie im Konzert jetzt auch bei Jordi Savall? Genau, also die Eroica konnte ich mir nicht entgehen lassen natürlich, auch wenn es wirklich so war, dass das Horn wurde hingelegt und wir sind hochgeflitzt. Ich habe gesehen, ihr habt vorhin noch so einen kleinen Kreis gemacht, das kennt man eigentlich nur von den Fußballern nach dem Spiel. Ist das bei euch Tradition? Ja, also es ist witzig, was so bei uns sich von Tradition gelöst hat und sich an neuen Traditionen ergeben hat. Das ist, glaube ich, recht spannend. Also was recht wichtig ist vor dem Auftritt wie nach dem Auftritt, was wir jetzt auch immer mehr gemerkt haben, ist so eine Art Einchecken und ein Auschecken. Das hat weniger mit irgendeinem Flugticket zu tun, sondern eher so was Gruppenenergetisches einfach. Dass man einfach zusammen kurz eine Energie bündelt und mit der rausgeht und nicht irgendwie so zerstreut, weil ich erlebe das ganz oft, wenn ich sonst auch in Orchestern gespielt habe, dass man so für sich ist und plötzlich steht man da auf der Bühne und stimmt vielleicht noch, vielleicht gibt es da noch so einen kurzen energetischen Moment, wo man sich verbindet, aber wenn man das wirklich auch haptisch tut, oft gehen wir zum Beispiel auch in eine kleine Stille, ich weiß nicht, vielleicht tut uns das vielleicht sogar jetzt ganz gut, vielleicht kurz so 3 Atemzüge zu nehmen und kurz so vielleicht mal so den ganzen Abend kurz mal so vielleicht Revue passieren lassen und dann können wir noch mal weiterreden. Einverstanden. Ja? 3 Atemzüge. Okay. Schließt am besten die Augen und lasst euch nicht ablenken, was andere denken oder gucken. Und nehmt einfach 3 tiefe Atemzüge. Ja, danke für die Anregung. Danke fürs Mitmachen. Ich habe dieses Detail herausgegriffen, weil ich vorhin gesehen habe, dass auch die Mitglieder des Orchesters Le Concert des Nations sich am Ende umarmt haben, was ich eine unglaublich schöne Geste sehe, finde. Das habe ich so noch nie gesehen eigentlich. Also beim Frankfurter Opern- und Museumsorchester, mit dem ich ja täglich zu tun habe, als Dramaturg an der Oper Frankfurt, da habe ich das noch nicht erlebt. Die ja am Montag das Musikfest eröffnet haben, auch mit der Eroica, natürlich jetzt eine ganz andere Lesart heute Abend zu erleben. Und jetzt ist Jordi Savall bei uns. Ja, ich habe vor 2 Jahren schon mal das Glück gehabt, ein Gespräch mit Maestro Savall moderieren zu dürfen, damals mit dem Ensemble Hesperion 21. Und mir ist auch da wieder eine Parallele aufgefallen, weil damals der Anteil der Improvisation sehr groß war. Und das ist ja das Stichwort für Judy DeMarco. Also zurückzufinden eigentlich zu einem Musizieren, das frei ist, das auf bestimmten Verabredungen beruht, aber dann auch große Freiheiten zulässt. Das kennen wir natürlich bei Beethoven-Sinfonien so nicht, bei der Barockmusik sehr wohl, vor allen Dingen bei der frühen Barockmusik, die Sie ja da sehr ins Zentrum gestellt haben und auch eben in dieser unglaublichen Breite aus dem gesamten Mittelmeerraum ist mir immer noch sehr in Erinnerung, dieses Konzert. Und das ist ja vielleicht auch ein Gedanke, der zur Gründung dieses Orchesters geführt hat, Le Concert des Nations. Ja, das war nicht die Improvisation, die Gründung von Le Concert des Nations war eigentlich ein Projekt, das ich 1989 gemacht habe in Paris mit Musik von Marc-Antoine Charpentier. Damals hatten wir noch keinen Namen. Ich hatte kurz vorher die ganzen wunderbaren Suiten von François Couperin, Les Nations. Und am Ende des Projekts hab ich gezählt, wir waren 15 verschiedene Nationalitäten in der Gruppe. Und dann habe ich die Verbindungen zwischen Les Nations von Couperin und die Mischung von Nationalitäten gedacht. Die Idealname wäre Les Concerts des Nations. Deswegen ist das. Aber eigentlich heute in unserem Konzert
es ist kaum Improvisation gewesen. Das Gegenteil. Ich meine, es ist unglaubliche Musik, die so gedacht ist. Ich meine, man muss vielleicht erinnern, dass Beethoven war, konnte nicht hören, wann er komponiert diese Sinfonie, war schon halb taub, ich konnte nicht hören. Das ist ein Komponist, der hat alles gehört in seine Innere gehört. Alles gehört, jede Farbe, jedes Instrument, alles hat, nicht mit dem Klavier. Es gibt Komponisten, die brauchen das Klavier, um die Musik zu hören. Nein, er hat alles gebaut in seinem Kopf. Und das hört man in der Musik, weil es alles stimmt. Es gibt keine Note, die nicht seinen Platz, keine Crescendo, die nicht einen Sinn hat. Und das ist eine unglaubliche. Ich habe gehört, die Probe von dem wunderbaren Ensemble, die Sie leiten. Und ich muss sagen, es war eine Überraschung. Er war sehr interessant. Ich meine, das hat wenig zu tun mit Beethoven, aber es ist eine Art Dekonstruktion, wie sagt man das? Das Gegenteil, das Konstruieren, nicht? Umbauen. Man nimmt Teile von die Beethoven und dann darauf konstruiert etwas Neues, was ist, finde ich, wunderbar. Und besonders, wenn das eine Inszenierung, die erzählt etwas. Nicht? Und ich fand, vielleicht bin ich nicht so überzeugt, wenn man die Noten wegdämpfen muss. Ich denke, gegenüber Beethoven, das ist nicht sehr nett. Nicht? Die Noten stände ja. Ich würde die Noten stände, natürlich. Aber die Noten würde ich einfach lassen irgendwo mit ein bisschen. Waren es denn Noten oder waren es weiße Blätter? Na, das waren vor allem unsere Noten, gar nicht Beethoven. Ah, okay. Okay, ich wusste nicht, aber ihr habt die Beethoven gespielt, dann habe ich gedacht, das war die Noten. Okay. Ich fand das sehr lustig. Das ist nur eine, um ein bisschen Spannung zu geben. Ja, ich fand das sehr, sehr lustig, weil es als Geste so sprechend ist. Im ersten Moment sah man da im Mozartsaal vorhin ja einfach Notenpulte aufgebaut, wie man das kennt. Und gut, die Musiker traten auf, waren alle barfuß und hatten Jeans an. Das ist etwas anders, als man es sonst kennt. Aber erstmal habt ihr ja ganz sauber von den Pulten aus gespielt. Und ich glaube, als Sie dann Ihr Pult mit dem Fuß umgeschmissen haben, während Sie weiter Horn gespielt haben, da war ein Zuschauer in der ersten Reihe versucht aufzustehen und zu helfen, weil er dachte, es ist ein Malheur passiert. Und dann fielen ganz viele Notenständer um. Und ja, so ergab das dann plötzlich einen Sinn und machte eine Landschaft. Sie haben ja auch eine ausgefeilte Lichtregie hingezaubert. Ich weiß nicht, an einem Nachmittag wahrscheinlich. Ja, das war tatsächlich nur ein Morgen. Da ist einen riesengroßen Dank an David Fernandes zu geben und auch Lea Latka, die stark unterstützt hat. Wir haben ein riesengroßes Team auch hinter uns. Also ich stehe hier sinnbildlich für 22 Menschen, die heute alles gegeben haben. Genau. Und vielleicht zu diesem Punkt. Es ist spannend, weil uns auch, also wir haben viel recherchiert, was mit dieser Eroica passiert ist und wann die vor allem geschehen ist. Und dieses sinnbildliche Noten wegschmeißen hat auch viel bei uns eher das aus, also sinnbildlich das im Impuls gehabt, dass man eigentlich für eine Revolution irgendwas dekonstruieren muss. Also uns ging es da weniger um Beethoven an sich, sondern im Prinzip um das Thema, was wir uns dem ersten Satz gewidmet haben, Revolution. Und wenn Revolution passieren muss, dann muss irgendwas erstmal auch umgeworfen werden, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und Beethoven selber hat nicht wenige Dinge umgeworfen. Er hat in seinen Symphonien ja ganz bewusst Regeln gebrochen, hat das Publikum überrascht, überfordert auch. Ja, jede Symphonie ist eine Revolution bei Beethoven, ganz anders, nicht? Und besonders das Programm heute Nacht, muss ich sagen, das sind zwei Symphonien, die sehr verbunden sind mit der Französischen Revolution. Wie Sie wissen, die dritte war gewidmet zu Napoleon. Und wenn Beethoven gewusst hat, dass Napoleon hat sich Kaiser selber koloniert, sich selber die Kaiserkrone aufgesetzt, ja, dann war er sehr böse und sagt, wieder noch jemand, der will ein Tyrann sein.
nicht? Und da war so böse, dann hat das die Text, die Widmung, die Widmung hat so mit einfach so, die hat ein Loch gemacht in die Partitur und die Orale steht mit diesem Loch. Aber die fünfte, es ist noch strenger mit der Revolution verbunden. Und in die fünfte ist die ganze Atmosphäre, der erste Satz ist diese Dreitöne, die man sagt, das ist der Schicksalsmotiv, Schicksal, nennt man das immer. Das ist eine romantische Idee. Das ist die Tyrannie. Das ist die königliche Tyrannie, die Leute, die Kraft haben, die Tyrannie. Und das sind die Leute, die Angst haben, die gehen weg, die versuchen, diese Tyrannie zu vermeiden. Und dann der zweite Satz, ist ein Gebet. Ein Gebet, die man größer wird und die Hoffnung bringt. Und dann kommen wieder noch, dann die Leute diskutieren, wie können wir machen, müssen sie ganz leise, wie können wir diese Revolution gewinnen, was können wir dann kommen, die Idee, und dann kommt der Schluss. Zum Schluss das Thema zentral, den der Jam, Bam, das ist eine typische französische Revolutionärmarsch. Es kommt ein Kantosymbol, Bam, 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 Bam. Und das ist ein Fragment von der gleichen Komponist, Georges Delis, die Marseillaise komponiert hat. Das ist ein Gesang zu der Freiheit. La Liberté, la Liberté. Das ist die ganze Symphonie. Ist gewidmet zu diesem Kampf und die Freiheit von der Tyrannie zu bekommen. Nicht? Das ist interessant, weil man die ganze Spannung von der Sinfonie kommt viel besser heraus, weil jeder Musiker weiß, warum passiert das. Also Schicksal ist nicht etwas, was man hinnimmt, sondern dagegen muss man sich auflehnen, ja. So wie das Klima ja auch nicht Schicksal ist, sondern menschengemacht. Und wir müssen es schon selber ändern, wenn wir es retten wollen. Vielleicht, wenn jemand eine Frage hat, könnte man noch. Ja, wenn jemand noch eine Frage, könnten wir noch ein paar Minuten. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Drei Minuten. Ich hätte sonst auch eine Frage. Wieder. 1994 haben Sie ja die Beethoven 3 aufgenommen. Ja. Und Sie haben vorher gesagt, Sie improvisieren nicht im Konzert, theoretisch. Aber jetzt ist 2019 und jetzt empfinden Sie doch sicher viele Stellen ganz anders. Oder vielleicht im Hier und Jetzt, jetzt auch wenn Sie das so impulsiv bei Beethoven 5 nachmachen, ist es ja doch der Impuls des Moments und vom Jetzt. Und würden Sie sagen, es hat sich jetzt was entwickelt, wenn Sie jetzt heute Beethoven 3 dirigiert haben im Vergleich zu der 94-Aufnahme? Ich denke schon. Ich hoffe. wissen Sie, man sagt en Französisch, le diable a plus de vieux que de diable. Der Teufel hat mehr von älter als von Teufel. Das ist die Erfahrung. Jede Erfahrung im Leben, was man lebt, wenn man experimentiert. Alles, was man macht, ist eine Inspiration. Und wenn ich 94, wir waren sehr jung, und das war das erste Mal, es war gut, es ist gut gegangen, aber jetzt in diese praktisch 25 Jahre habe ich auch viel gelernt. Und ich denke, wir waren jetzt in einer Situation noch, in die Tiefe zu gehen, noch die Details besser zu machen. Aber ich muss sagen, unsere Akademie hat angefangen diese Woche. Das ist das erste Konzert nach 6 Tagen Arbeit. Wir haben noch 6 Tage Arbeit im Juni und dann fangen wir die große Tournee. Das ist unsere Methode, ist einfach jede Klang, jede Artikulation, jede Dynamik, jede Phrasierung, alles von der Musik zu kriegen, und dann die Musik aufzubauen. Nicht eine Idee, Schicksal, no. Es ist einfach, was die Musik braucht von der Musik selber. Nicht? Und damit die Musik uns spricht,
man muss Zeit haben. Und das verbindet sich für Sie ja auch mit sehr intensivem Quellenstudium. Ja, ich meine, deswegen sind Ihnen die Notenblätter so heilig. Sie haben sich in die Manuskripte vertieft, ja, und zwar nicht nur die Partitur, sondern auch in die Instrumentalstimmen teilweise, weil Sie Artikulationen enthalten, die in der Partitur gar nicht hinübergerettet wurden. Das ist der große Unterschied. Es gibt keine Ausgabe, die die totale Information, die Beethoven hat, weil in jedem Konzert oder so, es gibt die verschiedenen, und dann wir müssen entscheiden, welche waren die Indikationen, die Beethoven bestimmt gemacht hat, oder nicht. Viele Sachen, die machen die Musik ganz anders, ganz frisch und ganz neu. Nicht? Das ist natürlich für Sie etwas, das vom Barock herkommt, ganz selbstverständlich ist. Ja. Da ist die Artikulation einfach das A und O. Und wenn man so viel Bach und das gesamte barocke Repertoire gespielt hat. Ja, nicht nur die Artikulation, weil der große Unterschied zwischen die Orchester, die Sie heute gehört haben, und eine moderne Orchester, ist nur, dass wir sind ungefähr die Hälfte von den Musikern. Die Orchester sind 90 Musiker, wir sind 50 ungefähr. Aber wir haben die Originalklang. Die Holzinstrumente sind wirklich mit Holz gemacht. Holzflöten, Boboen. Die Bläser sind Naturhörner, Naturtrompeten, haben ein anderes. Die Timpani sind anders mit Holz begleitet. Und dazu, die ganzen Streicher sind mit Darmsaiten. Die Artikulation ist ganz anders. Kein Cello hat einen Stachel. Zum Beispiel die Anfang von der dritte. Beethoven verlangt ein Keil. Und das ist pa, pa. Muss wie ein Messer. Pa. Und das mit einem Streicher, mit Gamba. Pa, pa. Kann man machen. Mit Metallsaiten, es ist fast unmöglich. Nicht? Und das ist ein großer Unterschied, was man macht, dass die Musik mit den Instrumenten hat, die richtige Tempo, die richtige Klang und auch die Flexibilität und alles ist, das macht die Musik anders ist. Nicht? Ich sage nicht, dass es besser ist. Nicht? Es gibt fantastische Interpretationen mit moderner Musik. Nicht? Aber wir versuchen einfach, die Musik leben zu lassen, ohne zu viel Manipulation. Aber wollen Sie da nicht auch selber mitspielen? Bitte? Wollen Sie dann nicht auch selber mitspielen? Ja, ich meine, ich könnte jetzt nicht, ich spiele schon seit 30 Jahren kein Cello. Nicht? Ich habe Cello gespielt von 14 bis 25. Das ist, nein, ein solcher Orchester braucht schon ein Dirigent. Das ist schon genau. Also wenn man die ganze Symphonie so aufführen möchte, wie wir das heute gehört haben, dann glaube ich auch, das ist ja erklärtermaßen nicht eure Absicht und insofern kommt ihr ohne Dirigenten aus. Wobei der erste Geiger hat schon ganz gut Zeichen gegeben. Ja, also das Spielen ohne Dirigent hat ja primär verschiedene Seiten. Ne? Also einerseits, also mal so ein kleiner Rundumblick aus unserem Erfahrungstopf. Es ist ja nicht so, dass wir zum Beispiel, wenn wir proben, jetzt nicht plötzlich alle durcheinander reden können. Selbst auch, wenn das manchmal passiert, aber das führt nicht irgendwie zu einem Ziel. Das heißt, wir entwickeln so verschiedene Leadersysteme bei uns, wo dann zum Beispiel jetzt für den ersten Satz unser Konzertmeister zuständig war, uns den wieder in einem Tag aufzufrischen. Kannst mal winken. Genau, und im zweiten Satz ist dann Helena dabei und hat den geleitet. Dann habe ich den dritten Satz geleitet und Alistair ist ja unter uns. Den vierten Satz, also so rotiert das zum Beispiel im Probenprozess. Weil auch die Rhythmusgruppe natürlich immer ein gutes Fundament liefert. Also da war ja Schlagzeug dabei und auch die Pauke wurde sehr perkussiv bearbeitet und mit Gitarre und dem Bass in der Mitte, das sind natürlich auch die Instrumente, die nicht wandern können, die sind stationär, weil das fand ich schon auch sehr beeindruckend, wie ihr euch bewegen konntet mit den Instrumenten in der Hand. Ich fand es sehr schön, ich weiß nicht, ob die Musiker die ganze Arrangement gemacht hier ist, aber wenn er es da ist, möchte ich ihm gratulieren, weil es war eine sehr schöne Zusammenstellung. Ich denke, das ist, glaube ich, wenn er da ist, möchte ich ihm ein Bravo machen. Weil das war gut. Ich bin da.
Ja, das ist ja fast so ein bisschen wie bei der Big Band. Das heißt, man muss immer bestimmte Stellen vereinbaren, die zusammen funktionieren, und dazwischen sind dann die improvisatorischen Freiräume. Genau. Also, und dafür braucht man ja dann letzten Endes eigentlich keinen Dirigent, weil es manchmal wirklich nur noch ein Cue ist. Das bedeutet, da ist dann irgendjemand von uns für den Cue zuständig. Genau, der Komponist, der das federführend geschrieben hat, also wir haben ihm quasi unsere Fähigkeiten aufgelistet, wir haben eine mögliche Dramaturgie gezeichnet. Aber dann ging das an Mike Conrad, der heute sogar extra aus den Staaten angereist ist und mit auf der Bühne dann am Schluss Applaus zu sehen war, hat es großartig umgesetzt. Weil es natürlich bei uns gibt zum Beispiel die Laura Toftenhagen, die Oboe spielt, aber auch singt, Jazzgesang. Und so sind es im Prinzip Fähigkeiten in jedem selbst, die irgendwie zum Ausdruck kommen sollen und authentisch sein dürfen und sollen. Also was man sehr erleben konnte, glaube ich, wirklich, wie ihr die Geschichte erzählt habt. Und das ist bei der Eroica natürlich auch mit dem Trauermarsch dann eine Geschichte, die nicht immer triumphal verläuft, sondern bei einer Revolution fließt Blut. Ihr habt ja auch so ein rotes Band durch den ganzen Saal gespannt, mit dem dann hinterher noch andere Dinge passierten. Und im Grunde kann man ja auch beide Symphonien zusammendenken, als Schwesterwerke, nicht? Ja, also die sind total verbunden. Die dritte in S-Dur und die fünfte in C-Moll in der parallelen Moll-Tonart. Ja. Das führt eben dann am Ende erst zu dem großen Triumph in C-Dur, dann im Finale der fünften. Ja, absolut. Die vierte ist auch für mich eine der schönsten auch, aber ist ein Zurückgehen an die ersten, aber es ist auch sehr stark konstruiert mit wunderbaren Sätzen. Aber wirklich diese drei und fünf sind total inspiriert mit dieser Idee. Auch Beethoven, muss man nicht vergessen, ist der erste Komponist, der komponiert für die Menschen. Wenn ich sage Menschen, sage ich die Leute wie euch, wie wir. Nicht von den Aristokraten. Alle Menschen heißt es im Finalsatz der Neunten. Nicht von den Aristokraten, nicht von den Kirchenmacht, sonst für die Menschen. Und das ist, was Beethoven immer denkt und ist seine große Neuigkeit. Eine Sprache, die jeder verstehen kann, aber trotzdem enorm komplex, enorm intensiv. Aber die Sprache ist, die Melodien sind leicht zu memorisieren, ist alles deutlich. Aber es ist sehr intensiv und unglaublich kompliziert. Ich denke mir immer, wir sind schon gesegnet, dass wir so viele verschiedene Beethoven-Interpretationen heute nebeneinander erleben können. In seiner Zeit, ich denke, die Musiker waren ja komplett überfordert. Also wenn man die Berichte liest über die berühmte Akademie am 22. Dezember 1808 im Theater an der Wien, wo ja nicht nur die fünfte und die sechste uraufgeführt wurden, da wurde auch noch das G-Dur-Klavierkonzert gespielt, Teile der C-Dur-Messe, da war A Perfido ein kleines Schmankerl zwischendurch und die Chorfantasie gab es auch noch, 4 Stunden. Und das im ungeheizten Theater an der Wien. Ich möchte es nicht gehört haben. Ja, aber in dieser Zeit, die Musik hat einen sehr großen Platz im Leben gehabt. Es war kein Radio, kein Schallplattenspieler, nichts. Man musste die Musik lebendig hören. Und das war sehr wichtig, damit die Leute glücklich sind. Das ist überall, ich meine auch in den Dörfern, man hat viel Musik gemacht immer. Die Musik war das Energie, um zu überleben. Und die Musik von Beethoven ist die beste Energie, um überleben, denke ich. Dankeschön. Das ist ein grandioses Schlusswort. Ich danke sehr. Applaus